Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Are you ready for Freddy? Ich weiß, ich bin ready for Freddy, denn ich habe hier von Nightmare on Elm Street 3 Dream Warriors die NECA-Figur von Freddy Krueger. Da habe ich richtig Bock drauf, die euch jetzt zu zeigen. Ja, bereitgestellt wurde mir diese Figur von Mighty Underground. Wenn ihr NECA-Figuren haben wollt, ist Mighty Underground auf jeden Fall eine der Adressen, die ihr euch merken solltet. Schaut unten in die Videobeschreibung, da sind alle relevanten Links. Und dann könnt ihr euch Freddy Krueger oder auch andere schöne Horrorcharaktere oder auch alles andere, die haben auch Turtles und so weiter und so fort, könnt ihr euch da bestellen. Na, geiles Ding, ich bin richtig gespannt. Wir gucken uns erstmal ganz kurz das Artwork von der Box an, denn das ist nämlich auch schon fantastisch. Schaut mal, das ist eins der alten Kinoplakate von damals für Nightmare on Elm Street 3. Das sind so Sachen, die habe ich mir damals auch zum Beispiel an die Wand gehängt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt speziell dieses Plakat hatte, aber ich habe durchaus Plakate von Nightmare on Elm Street an der Wand gehabt. Ja. So mit 17, 18 ne, ist man dann nachts eingepennt und hat Freddy Krueger gegenüber von der Wand ein Anlächeln sehen. Schöner kann es doch gar nicht kommen. Das gab immer süße Träume. Ja, wir gucken uns jetzt die Figur mal genauer an. Ich mache schon mal den Kasten auf. 1, 2, Freddy kommt vorbei. Und da ist er schon. Ja, jetzt heißt es auspacken und aus der Nähe anschauen. Frisch aus der Box befreit, schauen wir uns Freddy mal aus der Nähe an. Denn der hat einiges zu bieten, detailmäßig. Schaut mal, das Gesicht. Ja, ihr erkennt es sofort. Es ist Robert Englund in der Maske des Freddy. Eindeutig. Also, der sieht so fast lebensecht aus, dass er euch direkt ins Gesicht springen könnte, oder? Freddy Krueger, ich finde es fantastisch. Von den Zähnen über die Augen ist das Ding richtig gut gelungen. Das, ja, das verbrannte Fleisch sieht wirklich fast lebensecht aus. Also, ich finde vom Headmold haben sie hier absolut ganze Arbeit geleistet. Der Kollege sieht wirklich aus wie Freddy. Ne? Er sieht aus wie die frühen Freddys, muss man dazu sagen. Klar, er ist ja aus Nightmare on Elm Street 3. Ne? Da war das Make-up noch ein bisschen anders als in den späteren Filmen. Ne? Aber das trifft es hier wirklich sehr, sehr schön. Ja, natürlich der Pullover mit dem Grün-Rot. Diese Farben wurden ja damals gewählt, weil sie im Auge möglichst unangenehm wirken sollen. Was ich witzig finde, denn Grün und Rot wird ja auch oft für Weihnachten benutzt. Na, und diese Ugly Christmas Sweater sollen dann auch dasselbe bewirken. Keine Ahnung, man hat auf jeden Fall Forschung gemacht und festgestellt, dass diese Farbkombination möglichst irritierend wirkt. Der Pullover ist auch sehr, sehr schön gemacht. Schaut euch mal diese ganzen Details an. Den Faltenwurf hier, das ist super. Na, wirklich, du hast wirklich den Eindruck, du hast das hier mit so einem Baumwollpulli zu tun. Nur der Pullover ist noch relativ heil und relativ ganz. Ich weiß gar nicht, ob der in Dream Warrior noch so heil sein sollte. Na, auch auf dem Rücken hier, das sieht super aus. Hier ist ein kleiner Fehler drin, aber das macht nichts. Das gehört einfach mit dazu. Na, am Ärmel kann man das vielleicht sehen, dass der Pullover schon so ein bisschen länger benutzt wurde. Ne? Hier kann man das ganz gut sehen. Schaut mal, das sieht dann schon so ein bisschen zerfetzt aus. Na, und unten natürlich auch hier. Da sind auch die ersten Löcher drin tatsächlich. Sehr, sehr schön. Kommen wir zur Klaue. Auch die Klaue ist gut gelungen. Natürlich ist meine ein bisschen verbogen, wie sich das gehört. Hier seht ihr, die eine Klinge ist etwas verbogen. Das ist aber normal. Das ist halt weiches Plastik. Ne? Könnte abbrechen, wenn er zu viel dran rumbiegt. Deswegen lasst das lieber so. Das ist, passt schon so. Na, ansonsten ist die Klaue auch sehr schön ausgeformt. Hier der Handrücken ist tatsächlich zu sehen. Das ist bei diesem Handschuh so, dass das offen ist. Na, und ihr seht halt die ganzen Glieder und einzelnen ja, die einzelnen Glieder und die einzelnen Nieten sind alle ganz, ganz deutlich zu sehen. Der Handschuh hat die Originalfarben, ne, mit dieser Fläche in einer etwas anderen Farbe als die restlichen. Ne, und die Klauen, also beziehungsweise die klingen dann auch in einem schönen Silber. Das sieht halt echt gut aus. Ne, das sieht richtig, richtig schön aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Seine Hose, ne, auch gut ausgeformt. Hier tatsächlich mit der Seitennaht, ne, und überall halt auch dem Faltenwurf. Das ist ganz, ganz, ganz schön gemacht. Und auch seine Stiefel sind toll. Ich finde es auch schön, dass die Hose auch ein Stück zu lang ist, ne, und hier dann diesen Faltenwurf hat. Das finde ich auch toll. Und die Stiefel sehen halt auch super aus. Ne? Also das ist halt wirklich eindeutig schön gemacht. Die Stiefel sehen verwettert aus, alt. Ne? Und man hat dran gedacht, hier sogar die einzelnen Lochnieten mit zu bemalen und zu formen. Das finde ich schön. Das Ganze sieht einfach rund aus. Es ist alles dran. Es ist wirklich wunderschön bemalt. Na, die Figur hat echt was und sie sieht so lebensecht aus. Das ist Wahnsinn. Ich finde, das Gesichtsmold ist fantastisch. Kommen wir zu den Bewegungspunkten. Der Kopf sitzt auf einem Balljoint und lässt sich bewegen nach links, nach rechts.
nach hinten fast gar nicht und nach vorne ein bisschen. Ja, ihr seht schon, so ein bisschen nach vorne geht, nach hinten, naja, das hält sich in Grenzen. Die Arme kann man hochmachen. Ja, hochmachen und man kann sie drehen. Ja, das geht auch, wunderbar. Dann habt ihr ein Ellenbogengelenk. Da ist das Ellenbogengelenk. Und ihr könnt die Hand rotieren und ein wenig kippen. Das geht bei der Hand nicht so gut, bei der anderen Hand geht das etwas besser. Das zeige ich euch hier. Schaut, da könnt ihr ein bisschen kippen. Das funktioniert auch. So, dann haben wir eine Hüftartikulation. Das heißt, ihr könnt ihn ein bisschen in der Hüfte drehen. Das ist irgendwo begrenzt. Na, das geht nicht so weit. Dann könnt ihr die Beine auseinander machen. Ihr könnt fast einen Spagat machen. Nicht, na, obwohl es geht eigentlich fast noch einen Ticken weiter. So. So weit geht es auseinander, das ist doch schon mal was. Na, ihr könnt die Beine nach hinten machen. Da seht ihr dann aber, hier entsteht dann eine Lücke, die nicht so schön ist. Ihr könnt die Beine nach vorne machen, könntet ihn theoretisch in eine sitzende Position bringen. Na, dann habt ihr ein Kniegelenk, ein einfaches. Na, das ist auch schön. Und die Schuhe könnt ihr ein wenig drehen und ein wenig kippen. Hier fliegt irgendwas rum. Könnt ihr auch, seht ihr, ein bisschen kippen kann man sie. Das geht ganz gut. Dann habt ihr die Möglichkeit, die Figur so ein bisschen zu posieren. Das funktioniert. Na, Posability ist auf jeden Fall gegeben. Na, ihr seht das schon, das sieht toll aus. Allein jetzt schon, so wie ihr einfach so dasteht, wo ich hier gerade nur die Arme so ein bisschen bewegt habe. So, wenn wir jetzt den Kopf noch so ein bisschen in die Richtung drehen, na, ist das schon richtig geil. Das macht sich gut im Regal, ich sag euch das. So, aber Freddy hat ein bisschen was an Accessoires und die gucken wir uns jetzt mal an. Na, Freddy hat nämlich beispielsweise seinen geliebten Hut mit dabei. Na, den können wir ihm hier einfach oben drauf drücken und dann hat er den Hut auf. Na, das sieht dann auch richtig geil aus. Auch der Hut ist toll gemacht, schaut mal, der hat auch so richtig Verwitterungen dran. Na, also so richtig noch mit so ein bisschen Hups. Ich stell den Freddy mal hier hinten hin. So, Freddy, stell dich mal hier hin. Na, bleib stehen, Kollege. Na, ihr seht das schon, also da ist so ein bisschen Weathering auch drauf. Also es sieht aus, als wenn da Staub drauf ist und Dreck. Also wirklich schön gemacht. Der Hut sieht toll aus, finde ich super. Na, hat auch, glaube ich, das richtige Format. Na, also wenn ihr euch den Freddy so anguckt mit dem Hut, das sieht schon sehr, sehr echt aus. Na, gefällt mir sehr, sehr gut. Was haben wir noch dabei? Wir haben, weil es der Film Dream Warriors ist, das Haus dabei, ja, das am Anfang gezeichnet wird, das am Anfang gebaut wird. Na, ihr erinnert euch vielleicht an den Film. Damals hat das junge Mädel am Anfang dieses Haus hier gebaut. Und das wird auch im Film immer mal wieder gezeigt. Und ganz am Ende sieht man auch das Haus bei Nancy. Nee, Quatsch, bei Nancy, nicht Nancy. Oder doch bei Nancy? Ich weiß es gar nicht. Nein, nicht bei Nancy. Man sieht das Haus irgendwo stehen und dann geht nochmal ein Licht an. Na, also das ist schon wieder... Aber auch das ist schön gemacht, weil das Haus ist ja so ein Pappmaché-Haus. Deswegen sieht das auch so aus, wie es aussieht. Ne, richtig witzig. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das haben sie gut hingemacht. Die Kristen baut das, glaube ich. Ne? Kristen baut das. Im dritten Teil noch gespielt von Patricia Arquette. Im vierten Teil war es dann eine andere Schauspielerin, aber im dritten Teil gespielt von Patricia Arquette. Die baut das. Und das ist schon die erste Szene und die ist auch schon ganz, ganz toll, auch vom Soundtrack her. Richtig, richtig gut. Dann gibt es das Ding hier mit dabei. Auch das hat eine Bewandtnis bei Nightmare on Elm Street Teil 3 und auch das Ding hat Artikulation. Ja, das glaubt man gar nicht. So eine kleine Figur hat Artikulation. Das ist von dem Jungen, der diese Marionetten baut. Der hat dann sozusagen eine Freddy-Marionette, beziehungsweise eigentlich hat er keine Freddy-Marionette gebaut, aber die verwandelt sich dann in Freddy. Na, und eine sehr, sehr gruselige, böse Todesszene, die dann folgt. Ganz, ganz toll. Die Figur hat leichte Artikulation. Ihr könnt die Arme nach hinten und nach vorne machen, den Kopf drehen. Na, und bei den Beinen geht, glaube ich, soweit nichts. Ihr könnt unten diese Plattform drehen, was sehr, sehr wichtig ist, weil sonst kippt sie euch um. Aber das finde ich auch super, dass die dabei ist. So eine kleine... Warte mal, ich muss das jetzt wieder so hindrehen, dass ich die Figur auch hinstellen kann. Hups. Gar nicht so einfach. So, das Haus stellen wir auch nochmal dazu. So, dann machen wir mal weiter. Freddy hat einen Ersatzkopf. Und das ist auch ein ziemlich fieser Kopf. Schaut euch das mal an. Der Ersatzkopf hat tatsächlich auch noch einen interessanten Effekt. Denn ihr seht, auf der Rückseite ist der so durchsichtig. Und wenn man das jetzt so ein bisschen gegens Licht hält, seht ihr schon, was dann passiert. Das Kreuz vorne leuchtet auf. Das finde ich super. Light Piping nennt sich das. Ist eine super Sache und gibt dieser Figur nochmal einen extra Kick. Realismus. Richtig cool. Ziemlich krass mit dem Kreuz auf der Stirn und dieses Schreien. Und auch das sieht absolut realistisch aus. Ich guck mal, ob ich ihm den Kopf einfach mal so tauschen kann. Der sitzt natürlich wie immer auf einem Ball Joint. Deswegen müsste man den einfach so abziehen können. Das sollte relativ leicht gehen. Schaut mal, das ging relativ easy. Und dann können wir den anderen Kopf hier einfach draufstecken.
So. Rastet nicht ein, aber reicht auch so. Na, Hauptsache, ihr könnt das sehen, wie er dann aussieht. Das sieht fantastisch aus. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und da kommen wir jetzt noch zu einem weiteren Accessoire. Ihr könnt hier bei diesem Freddy die Brustplatte abnehmen. Dazu müsst ihr hier einfach nur so ein bisschen dran zupfeln. Dann habt ihr die in der Hand und dann seht ihr, ja, das sieht aus wie Urkel. Keine Ahnung. Dann habt ihr jetzt den Freddy vorne ein bisschen gestützt und dann habt ihr hier diese Ersatzbrustplatte und auch das gehört dann auch zu diesem Kopf im Prinzip, denn das ist eine der Sequenzen, wo Freddy eröffnet, dass er die Seelen der toten Kinder in sich trägt und das sieht auch, schaut euch das an, also wenn das nicht fantastisch aussieht, weiß ich auch nicht. Allein das Detailreichtum, ja, oder der Detailreichtum hier bei diesen Teilen ist einfach überragend. Das sieht so wunderbar aus, da muss ich sofort an das Ding aus einer anderen Welt denken, aber das ist spezialeffekttechnisch eine Meisterleistung gewesen und es sieht halt auch bei der Figur hier absolut fantastisch aus. Schaut euch das an, die schreienden und leidenden Kinder, die hier einfach in seinem Körper drin stecken, das ist der Wahnsinn. Freddy ist schon eine richtig krasse Socke. Und wir haben noch, und die zeige ich euch jetzt einfach mal so, ich werde sie ihm nicht dran stecken, ja, stellen Freddy hier einfach mal wieder ab. Wir haben Ersatzhände, jawohl. Und zwar erinnert ihr euch, Dream Warriors ist ein Film, wo es um psychologisch kranke Kinder geht, beziehungsweise vermeintlich psychologisch kranke Kinder, die alle diese Albträume haben und die alle in so einer Einrichtung untergekommen sind. Und da ist unter anderem auch ein Mädchen dabei, das ein Drogenproblem hat. Und da gibt es halt eine Szene, wo sie dann träumt, dass sie gegen Freddy kämpft. Und Freddy verwandelt kurzerhand seine Hände in Drogenspritzen, und zwar beide, na, und rammt ihr die dann. Warum fällt die eine Hand immer runter? Meine Güte. Na, und rammt ihr die dann in die Arme, na, und sorgt dann dafür, dass sie dann sozusagen rückfällig wird und ja, Freddy verfällt. Sehr cool. Also finde ich super gemacht. Auch die Hände sehen echt toll aus. Schaut euch das mal an. Na, die Spritzen sind so richtig durchsichtig. Na, das ist so richtig gut gemacht. Ich kann sie bloß nicht festhalten. Vielleicht hätte ich sie ihm doch an die Hände machen sollen. Na, schaut mal, das sieht richtig, richtig gut aus. Auch die andere Hand, na, von seinem Clown-Handschuh hat dann hier plötzlich diese Spritzen vorne dran und auch da, na, so richtig gut gemacht. Also es sieht richtig realistisch und wunderbar aus. Na, da kann man nicht sagen, dass man da nur halbe Arbeit geleistet hat. Neka hat hier absolut ganze Arbeit geleistet. Ich finde diesen Freddy absolut fantastisch. Na, das ist für mich ein echtes Meisterwerk und ich bin gespannt, wie sich die anderen Figuren so machen, die ich euch demnächst dann noch zeigen werde. Freddy Krüger, der Held meiner Jugendzeit in den 80er Jahren. Ja, das kann man echt so sagen. Ich finde den fantastisch. Freddy hat einen Platz in meinem Herzen schon immer. Na, und ich wünsche mir tatsächlich, dass es noch wieder einen weiteren Film mit Robert Englund gibt, der ja immer wieder anteast, dass er vielleicht noch einen Film in sich hätte. Jetzt überlegt man, ob man vielleicht eine Zeichentrickserie machen soll. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich möchte auf jeden Fall dieses Gesicht nochmal wiedersehen und nicht das Gesicht von dem schrecklichen Remake tatsächlich. Wobei der Film, ja, es war halt nicht dasselbe, ne? Es ist so typisch, wenn man Filme in die Neuzeit bringt, die haben nicht denselben Charme wie damals. Und dieser Freddy, das ist halt einfach Kult, ne? Ich mag den einfach unheimlich gerne und ich freue mich drauf, den gleich in mein Regal zu stellen. Demnächst gibt es noch weitere NECA-Reviews von mir, beispielsweise zu Chucky und zu Jason. Schaut auf den Kanal, vielleicht sind sie schon da, wenn ihr das Video hier schaut. Na, vielleicht auch noch nicht, weil das ist nämlich der Auftakt hier und ich habe richtig Bock drauf. Wenn ihr NECA-Figuren haben wollt, wie gesagt, schaut in die Videobeschreibung. Mighty Underground ist da eure erste Adresse. Ich bin raus für heute, macht es gut und schöne Träume. Bis dahin, tschüss.